Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von der Sims 2 Schwarze Witwe Challenge. Ja, und im letzten Part waren wir mit den beiden im Botanikrestaurant und Leon hat sich seinen Wunsch erfüllt, sich mit der lieben Jessica zu verloben. Er hat ihr eine Blitzverlobung beim Essen angedeihen lassen. Sie haben romantische Fotos gemacht. Ja, da können wir auch gleich mal wieder was aufhängen. Wenn wir noch Platz haben, müssen wir mal gucken, wo haben wir denn hier noch Platz? Da so nicht mehr. Ich will es ja, wenn es geht, auch sehen, das Bild. Können wir das da noch hinhängen? Komm, da. Ja, genau, da ist noch Platz. Das ist wunderbar, weil ansonsten klappt das nicht. Ja, und sie haben noch vor lauter Glück am Seifenblasenblubberding geblubbert und sind in die Lüfte gegangen. Haben da rumgeschwebt. Ja, und jetzt wollten sie noch zum Abschluss ein schönes Techtelmechtel haben. Das kriegen sie natürlich auch noch. Und dann gucken wir mal, wie das hier so weitergeht, ne? Jessica? Achso. Sie läuft außen herum. Ist mir auch recht. So. Und sie will gerade keins. Oh, sie will gerade keins. Und er will eigentlich auch keins mehr. Egal. Er will ja jetzt Hochzeitsparty veranstalten. Ja, und ich habe da so eine Idee, was ich mit den anderen Wünschen noch machen kann. Ach, herrje, jetzt kommt er wieder. Hey, oh. Nicht erschrecken, nein. Ah ja, er klatscht schon. Kuscheln. Juhu, er freut sich mit, oder wie? Hey Tim, das ist aber lieb von dir, dass du dich mit uns freust. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte eher erwartet, dass das etwas anders läuft. So von wegen, ich stehe daneben und erschreckt dich gerade mal schnell zu Tode, bevor geheiratet ist. Ich hoffe, du kommst jetzt hier nicht rein und machst das, ne? Also ich habe nichts erwähnt, ich habe gar nichts gesagt. Geh und verteil deine Pfützen, das ist okay. Oh Gott. Tim schwebt wieder mal umher und hinterlässt uns nur Pfützen. Hallo? Was? Och, Mädel, nee, jetzt. Hallo, Jessica, muss das jetzt sein mit dem Blümchen? Oh, du bist doch eine Nuss, ey, wie es im Buch steht. Geh entspannen, hopp. Alles gut? Alles gut. Alles gut. Ach Gott, ich fasse es nicht. So, und jetzt wird er bitte Techtel gemächtelt. Was mache ich mir hier die Arbeit? Dann stehen sie wieder mittendrin auf und machen wieder ganz andere Dinge. Also ehrlich. So, jetzt aber bitte. Ja, hallo. Rennst du mit drin weg? Ich möchte nicht wissen, was normale Männer davon halten würden, wenn sie erstmal anfangen und so, ne? Und alles schön und gut, dann ist ein Geist, der neben denen rumschwebt und Juhu schreit. Und dann rennt die Frau einfach raus, weil sie Blumen aufstellen muss. Also, naja. Gut, kann man ja drüber streiten, ne? Ist denn Tim jetzt hier noch unterwegs irgendwie? Keine Ahnung. Ich glaube, nein. Er hat sich, glaube ich, wieder in sein Ding verzogen. Oder schwebt er da oben irgendwie rum? Oh Gott, das Zimmer sieht aus. Ja, da schwebt er ja. Ja, Tim, unser ewig schwebender und wasserspendender Geist. So, ihr seid fertig. Ihr habt und seid am Schlafen, ne? Ja, brav so. Oh Gott, bis ihr aufwacht, hat Tim wieder das ganze Haus unter Wasser gesetzt. Ich sehe das schon. Na gut, egal. Schauen wir mal. Oh, wer wetzt darum? Schade, bin zu spät. Ich kann das Tier nicht im Schnellverlauf erfassen. So. Aber gut, dann also sie möchte, dass sie sich mit dem Jonas anfreundet, also mit dem Rotschopf. Und er möchte sich mit diesem Jonas eng anfreunden. Ja, mal gucken, welcher Jonas am Schluss übrig bleibt. Ne, wir haben ja hier Platz. Wir haben ein Gästezimmer. Könnte man ja vielleicht wieder jemanden hier einziehen lassen. So, bist du wach, Junge? Oh, das ist schön. So, wie geht's euch denn? Beiden gleich mies. Ich würde mal vorschlagen, einfach so, damit ich weiß, dass da nichts passiert, du darfst mal wieder säubern. Und das darfst du natürlich auch säubern, dann darfst du duschen. Und du, Mädel, kommst raus und fütterst mal zuerst hier unsere Muku, bevor die irgendeinen Mist macht. Und dann gucken wir, wie geht's diesen Pflanzen, die da so... oh, wir können sie sogar noch pflegen und dann ernten, okay? Die da ist noch zu pflegen. Und da können wir auch ernten. Naja, reden mit, das dauert dann wieder. Jetzt ärger die Kuh nicht, ey. Ich sag's dir.
Wenn die wegen dir dich verschlingt, dann ist es nicht nett. Ich hab hier Angst vor dieser Kuhpflanze. Die spuckt einen nicht so einfach wieder aus. Dann bist du weg, Mädel. Hin und fort. So, wie geht's dem Pflanzending jetzt? Kannst du damit noch kurz reden? Sag ihr mal was Schönes, dass sie ein bisschen besser draufkommt. Und dann gucken wir, dass wir das Teil da verkauft kriegen. So, du schwatzt mit der... Ja, und du? Puh, ja, du kannst... Ach ja, ist ja dein Blumensträußchen. Darfst du dir dann natürlich auch angucken. Und Hunger hast du dann auch. Und ja, Er hat immer noch den Jonas drin. Sie auch. Ja, mal gucken, ne? So, wie geht's der Pflanze? Auch schon besser. Gut, dann darfst du jetzt hier die Ernte verkaufen. Ja, so ein bisschen gesund muss es schon sein, ne? Also muss nicht picobello sein. Ist im Winter eh schwierig, aber dann müsste sie ja 5 Stunden hier sitzen und quatschen. Dann darfst du mit dieser Pflanze natürlich auch mal ein Gespräch führen, bis sie so ein bisschen gelblich ist. Wo kommen jetzt wieder die Dinger raus? Ja, hallo. Schön streicheln, genau. Ach ja. Das habe ich wieder nicht mitgekriegt, wie viel Geld. Egal. Leon, nie hätte ich auch nur zu träumen gewagt von einer solch süßen Maus. An die Erinnerungen, an die schönen Stunden schenke ich dir diesen Strauß. Ja, schön. Fein. Und was macht Leon damit? Leon macht das. Er schnappt ihn sich und verkauft ihn. Weil Leon keine Blumen sammelt. Was willst du denn da machen? Nein, du tust jetzt keine Pfützen aufwischen. Oder zumindest nicht hier draußen. Komm, wenn du Pfützen wischen willst, dann wisch hier bitte. Wo rennst du rum? Hallo? Da hinten auf dem Weg ist eine Pfütze, ziemlich egal. Junge, ehrlich. So, wie geht's dieser Pflanze? Auch gut. Ja, prima. Und dann auch bitte Ernte verkaufen. So, zack. Dann haben wir das auch. Das ist die letzte Ernte. Wir haben, wenn ich es richtig sehe, diesen schönen Wintertag noch. Und dann ist eh Frühling. Dann kannst du wieder neu pflanzen. Dann ist alles gut. Ne? Ja. Mhm. Na, hopp. Ja, das ist halt wirklich der einzigste Nachteil hier, dass uns der Tim immer alles unter Wasser setzt. Oh, war schon eine dreistellige Summe, wenn ich das richtig betrachtet habe. Ja, du darfst jetzt. Ja, ist doch gut. Selbst wenn du dahin machen würdest, bei Schnee fällt's nicht auf. Weißt du, das versickert dann einfach im Schnee und gut ist. So, und du stehst da und weißt nicht, was du machen sollst. Hallo, hier ist noch eine Pfütze. Nix da Fernsehen. Nee. Also wenigstens hier unten sollte Ordnung sein. Das ist ja... Ne, das ist so blöd sonst. Ja, und schon wieder ein Sauberkeitspunkt. Schau mal an. Was willst du jetzt? Ein Auto kaufen? Also bitte. Ja. Oh, muss ich dir jetzt jede einzelne Pfütze hinmachen, damit du das auch weitermachst? Oder wie sieht das hier aus? Hm, Junge? Du willst doch auch nicht in so einem Dreckstall wohnen. Oh Gott. Ich wünschte mir, Melissa wäre hier. Einmal Aqua Verschwindibus und gut wär's. Das ist halt wirklich was. Da wird sich's lohnen bei der Menge, ne? Ich meine, eine einzelne Pfütze ist ja in Ordnung, aber so viel Pfütze. Was haben wir denn jetzt noch an Resten? Haben wir denn noch irgendwelche schönen Frühstücksreste? Ich meine, ja doch, es ist kurz vor 10 bei den beiden. Das ist noch Frühstückszeit. Kann man mal noch was Schönes essen. Sie braucht scheinbar doch noch ein bisschen. Okay, dann... egal. Ja, dann guck jetzt mal, was es hier gibt. Gehst du mal von dem Fernseher weg? Junge! Husch, komm her jetzt. Ich glaube, das sind Hamburger. Ach komm, man kann auch Hamburger zum Frühstück essen. Die beiden haben guten Hunger, also insofern... ja, nee, du, hallo. Mädel, nix da. Reinhauen, hier ist. Nimm. Muss ich mal eine Sekunde warten, ne? Du bist noch nicht am Verhungern gewesen. Guten Appetit, Leon. Lass es dir schmecken. Mädel, kommst du jetzt mal von dem Kühlschrank weg?
Und dann müssen wir mal des guten Eindrucks wegen vielleicht noch ein bisschen putzen. Ja, wie gut kennst du denn diesen Jonas? Das soll ich mal gucken. Es ist ja eigentlich ihre Entscheidung, wen sie hier einziehen lässt. Wir müssen uns auch mal wieder hier um ein paar Leute kümmern. Hugo ist ganz schön runtergekracht auf nur noch 28. Muss ich aufpassen. Wir haben nicht mehr so viele Typen zur Auswahl, glaube ich, oder? Wie ist denn das? Warte mal, wenn ich Hugo mitzähle. 1, 2, 3, 4, 5. Einer würde dann fehlen bei meiner Rechnung, weil der vierte Mann im Leben ist Leon und nur 5 dazu gibt 9. Aber ist okay, dann hätten wir ja immerhin das schon mal. Ja, okay. 60 und du hast den Typ auf wie viel? 82. Julian Weiß, mit dem solltest du dich auch mal anfreunden. Ja, ja, das wäre eine Idee. Ja, ja. Doch, ich fände das irgendwie ganz witzig. So, dir geht's gut? Alles in Ordnung mit dir jetzt da? Dann kannst du ja vielleicht mal anrufen, Sim. Also 1, 2, 3 Mal vielleicht erst einmal. Wir müssen ja noch ein bisschen putzen. So, und du bist da gleich fertig mit Essen, ne? Mahlzeit. Pfui. Naja, andererseits heißt wohl, hat geschmeckt. Es hat wohl geschmeckt. So, ja genau, ruf mal diesen Julian Weiß an und plaudere mal mit ihm. Da kann man einen Haushalt einladen. Könnte man ja mal irgendwann machen, um zu gucken, wer da mitkäme. So, du räumst bitte auf hier und das bitte wieder zurück in das Dingen hier. Der gute Mann lässt einfach den Fernseher an. Stromverschwendung, mein Lieber. Stromverschwendung. So, und dann muss Madame erst einmal hier wieder putzen gehen. Es hilft da alles nichts. Aufwischen. Oh, guck mal, da kannst du kochen lernen. Gibt gerade eine Kochsendung. Das Kochduell oder so. So, das war Julian Weiß. Dann wollte ich, dass du den Hugo noch mal anrufst. Ja, auch plaudern. Der hat auch einen Haushalt. Ja, ja. Hm, viele Leute mit viel Haushalt. Jo, und dann rufst du noch den Jonas an, den du gerne magst. Und dann musst du der lieben Jessica erst noch mal ein bisschen aufwischen helfen. Es hilft ja alles nichts. Ich kann ja leider keine Pfützen einfach mal so verschwinden lassen. Wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich den Tod durch Ertrinken später gemacht. Dass das so viel Arbeit bringt, ey. Oh Gott. Ja. Oh, und da gibt's gleich den Tod, wie man verbrennt, oder was? Im Fernsehen? Ja. Also so muss man das machen, wenn man will, dass ein Sim verbrennt. Ja. Irgendwie kriege ich das ja nie so hin, ne? Ah, sie hat ein Feuerlöscher dabei, das ist gut. Heutzutage sind die Sims gut ausgestattet und haben Feuerlöscher. So, dann rufst du den noch an, einfach auch erstmal nur plaudern. Also sind alle daheim, das ist schon mal schön. So, wie weit bist du da? Ich meine, wie gesagt, dieses Zimmer hier ist ja egal. Kann man natürlich auch mal zwischendurch machen, aber das sieht ja kein Mensch außer uns, ne? Wir sind die Einzigen, die dieses Chaos hier sehen. Aber ja, ich finde, ne, also auch gerade hier so Gästezimmerchen sollte schon einigermaßen pfützenfrei sein. Wenn der Flipper die ganze Zeit im Nassen steht, weiß ich auch nicht, ob ihm das so gut bekommt. Und so weiter und so fort. So, du machst jetzt auch mal, dass du da fertig wirst. Wer ist denn das überhaupt? Wen willst du da mit Pamela anfreunden? Ah, okay. Nee. Lesen. Jetzt will der hallo, Hugo. Ist nicht. Leg hin, mach hier mal bitte aus. Und dann gehst du hoch und hilfst erst einmal mit. Also so geht's nicht, Junge. Hier, aufwischen.
dass Jessica alles alleine macht, geht nicht. Nee, nee, nee. Also ihr müsst euch die Arbeit dann schon teilen. Ist so. Ich kann nichts dafür, dass ausgerechnet Tim der ist, der hier am meisten rumspuckt und uns diesen Mist hinterlässt. Aber ja, ne? Baji Bobo! Ja, genau. Baji Bobo. Mach mal, haut rein, ihr zwei, und dann wird das schon. Hallo, Jessica? Hier, hallo, weiter geht's. Nicht da stehen und denken, oh, ich hab schon alles. Was jetzt? Was war das für ein... Was war das eben für ein Gezappel bei dir? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist so. Ist dir kalt? Oder ist das einfach die Aussicht auf die Pfütze? Sehr merkwürdig hier. So, und dann stehst du da, bitte putzen, und du da, bitte putzen. Und dann habt das doch gleich. Ja, du, natürlich du, wer denn sonst? Und dann habt das auch gleich. Dann dürft ihr anrufen, könnt euch mal wen einladen. Oder könnt man Schneemann bauen, das wäre doch auch mal was. Ja, siehst du, du findest diese Umgebung eh eklig. Also, dann guckt, dass die Umgebung besser wird. So, schön ihr gemeinsames Putzen. Ja. Nee, genau. Dabei kannst du deine Liebsten näher sein. Das ist doch gut, oder? Ah, hier, guck mal, da ist noch was. Er hat aber wirklich mehr Probleme mit der Umgebung als sie. Das muss man ja mal sagen, ne? Ja, schön im Team arbeiten. Ist dir schlecht? Sind die... Stinken die Pfützen? Oder was ist hier los? Komm, das schaffst du noch. Die eine noch, dann hab das. Und dann kannst du hier mal wertschätzen, bewundern und mal umarmen, feste drücken. Und der Tipp bleibt doch da. Nein, Jessica, wo willst du denn jetzt wieder hin? Nee, nicht ins Bett legen. Komm einfach wieder hier hin. Er ist doch schon fertig. Da. Ah, so, guck. Ja, so ist das doch fein. Außerdem hattest du nicht den Wunsch nach einem Fähigkeitenbogen. Ja. Ja. Genau. Passt mal auf. Ihr könnt jetzt... ja, was mache ich denn jetzt mit euch? Okay, fangen wir mal hier an. Er möchte sich ja mit dem anfreunden. Bedeutet, du gehst hier hin, anrufen Sim, und du malst mal hier an dem Bild weiter. Genau. Hm? Das muss ja auch, wie gesagt, noch fertig gemalt werden. Und dann lädt jetzt Leon erstmal seinen Kumpel ein und dann gucken wir mal. Ne? Ja, ja, genau. Ruf ihn mal an, lade ihn ein. Jetzt ist ja wieder alles soweit sauber. Hier ist er, da, direkt. Und einladen. Jo. Wie nett, dass du mich einlädst. Ich spreche mich noch auf. Ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Egal. So, wir gehen nochmal schnell auf Toilette und waschen uns die Finger. Nach der ganzen Putzaktion hier, ne? Und mal gucken, dass ich mitkriege, wann er denn kommt. Unser Jonas Köhler ist das, genau. Der andere ist ja Scholz. Glaube ich. Ja, alles bestens. Ei, ist er da? Ja, da ist er ja schon. Hallöchen. Na? Na du? Jonas begrüßen. So, auf, begrüß ihn mal. Und ich habe eine gute Idee, was ihr machen könntet. Zusammen. Hi, wie geht's denn? Ein bisschen reden, tratschen. Oh ja, bewundere ihn mal, genau. Och Mann, jetzt wo ich das umsetzen wollte, ist der Schnee einfach mal weg. Komm Tussi, du kannst außen rumlaufen, du musst nicht mitten durch. Also, Madame, Madame, das hätte jetzt nicht sein müssen. Okay, dann, über Interessen mal noch vielleicht. Und spielen. Ja, komm, dann spielt eine Runde Fangen oder so. Könnte alles machen, ne? Mhm. Während unsere Jessica fleißig am Malen ist. Na, wie sieht's aus? Oh, doch, sieht doch schon ganz gut aus. Es nimmt Formen an. Ah, sehr schön. Wie er guckt, ey.
Und was war das eben für ein Tier, was ich gesehen habe? Da war doch eben ein Hund oder so. Ach, da läuft er da hinten. Hey, wer bist denn du? Oh, hallo. Max. Oh, Max ist ja auch süß. Max ist ja auch ein goldischer. So, ne? Hi. Ja. Sehr schön. Alles gut. Prima. Ja, wollt ihr nicht miteinander spielen? Fangspielen, hab ich gesagt. So, auf wie viel hast du ihn denn jetzt? Auf 100, 47 unten bei ihm. Oh ja, das ist schon okay. Aber ein bisschen sportliche Betätigung ist nie verkehrt, ne? Hey, du sollst ihm aber nicht eins in die Fresse schießen hier. Immer. Ah. Die kommt schon wieder. War das nicht die gleiche wie eben? Ich glaube, die steht auf Leon. Ja, ja. Oh, und da bimmelt das Telefon. Dann gehen wir schnell abheben. Ist okay. Dann kann er reinkommen. Und mal gucken. So, komm rein, bevor dir zu kalt wird. Mal schauen. Wer ruft denn an? Ah, das ist doch dieser Julian Weiß, oder? Wer ist das jetzt? Ja, Julian Weiß, genau, der ist das. Ja gut, ist okay. Jonas, wo bist du? Was machst du? Ist er jetzt weg? Jonas? Moment. Ich habe nicht mitgekriegt, dass der hier reingekommen ist. Der ist aber auch nicht weg. Da ist eine Kuh, die hält was hin, aber da kommt er ja eigentlich nicht dran. Nö, eigentlich... Hä? Sitzt er vielleicht im Whirlpool? Ah ja, er sitzt im Whirlpool. Okay, das hatte ich übersehen. Ich habe schon gedacht, der ist jetzt abgehauen. Okay, dann ist alles gut, dann ist alles gut. Dann kannst du weiter babbeln und ich kann mal schnell einen Blick auf die Uhr werfen, weil ich befürchte, dass schon wieder alles rum ist. Ja, genau. So, passe mal auf, Mädel. Du stehst jetzt die ganze Zeit schon da und malst. Du kannst jetzt mal da mitmachen. Ne? Und dann, ja, gucken wir mal. Zusammen Abendessen und so weiter. Mal gucken. Das Bild ist auch bald fertig. Sehr schön. Dann komm du auch hierher und mach auch mit. Mach alle beide damit. So. Dann hab ich ein schönes Abschlussbild. Aber hast du jetzt gar nichts an? Bist du nackig in dem Ding? Egal. Jo, also gut, das war's dann erstmal wieder für diesen Part. Allzu viel ist jetzt nicht passiert, aber gucken wir mal, ne? Der Abend ist noch jung. Mal schauen, was uns da noch alles einfällt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.